es geht zurück zu einer neuen Folge von Trainer Go. Wir beschwören hier erstmal einen Boss bei der Nestjagd, klatschen den erstmal wieder um und trinken dabei eine gesunde Sprite Zero. Ha! Es ist grün. In der Tat, ich hatte Durst. So, keine Zeit verschwenden. Weiter. Wie ihr seht, ist es immer noch der Tag der Servereröffnung. In der letzten Folge haben wir ja noch einen Labras gefangen. Was auch ganz cool ist, aber auch ganz useless. Ich finde, Labras bräuchte eine Mega-Entwicklung. Würde ich so sagen. Wir machen jetzt erstmal Schreivulkan weiter. Da dürften wir jetzt auch relativ gut durchkommen. Und gucken, dass wir eventuell in dieser Folge 25 oder so werden. World Boss auf jeden Fall dürfte heute Abend kein Thema sein. Müsste man auf jeden Fall mitmachen können. Das heißt, müsste man. Wird man auf jeden Fall mitmachen können. Und dann gucken wir, ob es denn auch, Monster Revolte halte ich für recht. Ja, ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Vielleicht ist Monster Revolte tatsächlich auch noch drin. Ich muss gucken. Also ich glaube, es könnte machbar sein. Ich halte es durchaus für machbar. Aber auf jeden Fall gucken wir gleich erstmal in Richtung Gilde. Dass vielleicht schon mal was da ist. Aua. Hör doch mal auf jetzt. Reicht auch irgendwann mal. Jetzt ist halt Lucario, der auf die Fresse bekommt bei Feuer-Pokémon. Fuck off. Ficken sie off. Vielleicht muss ich Lucario gleich sogar nochmal strengthen. Vielleicht kriege ich das dann nochmal ein paar Pokémon insolviert. Aber auf jeden Fall werden wir auch gleich nochmal gucken, was wir in Richtung Entwicklung noch machen können. Putz. Putz. Ich habe auf jeden Fall megamäßig Bock, Freunde. Man merkt gar nicht, wie gehypt ich bin darüber, dass ich hier absolut unangefochten noch Erster bin. Mopso. So, meine Haare bleiben jetzt so, weil so finde ich die fresh. Aua. So, Glurak fliegt jetzt erstmal eine Runde, deswegen ist das ziemlich wack, dass es fliegt. Ah, mein Lugia fliegt auch! Hashtag Autismusstörungen. Ich freue mich darauf, wenn wir die Instanz gleich durchgeballert haben. Könnte es sein, dass wir dann Level 25 sind. Und das wiederum bedeutet, dass wir unseren Wachstumsfonds von 300 Diamanten wieder einfordern können. Und das wiederum bedeutet, dass wir uns unserer 10er-Ziehung immer weiter nähern. Unsere 10er-Ziehung heißt nämlich dann, dass wir irgendwas aus unserem Team löschen können, was nicht Lugia ist. Und auch eigentlich hoffentlich nicht Lucario. Und Glutexo brauche ich noch. Eigentlich ist es ziemlich scheiße. Vor allem, weil Glurak auch stärker werden muss. Man kann ihn ja nicht nebenbei einfach mal so ein bisschen mitziehen. Dann kommt wieder Freundschaft und so weiter, was dann wieder auf dem Boden, auf der Strecke bleibt. Leute, wir kommen schon in Bedrängnis. Ich fange schon an zu sweaten. Gelatini, Gelatropo. Okay, er spielt anscheinend mit Gelatropo im Team. Wir müssen gleich mal gucken. Eventuell lohnt es sich. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, Freunde. Ich weiß es nicht. Lohnt es sich vielleicht, Arena-Versuche zu kaufen für Diamanten, dass wir nachher mehr Diamanten bekommen heute Abend? Dass wir schon weiter voranschreiten, dass wir dann eventuell schon so ein Top 10
Ticket bekommen. Es wäre tatsächlich eine Überlegung wert. At least in my opinion. Ich glaube, Lucario wird gleich ziemlich das Zeitliche segnen. Lucario, es war so schön mit dir. Trotzdem sind die Sterne, die ich krieg, gleich 4. So, 3 noch, Leute. 3 noch, also 4 noch mit der. Ich hoffe, Frost ballert nicht so durch, wie wir es tun. Ich hoffe, der macht einen ganz entspannten. Weil ich glaube, er hat auch keinen Plan, dass er es mit dem mächtigen Relia LP zu tun hat. Der mächtige Relia LP hat nämlich ziemlich viel Bock auf jeden Fall. Der mächtige Relia LP muss tatsächlich mal gucken, dass er in den Elite-Instanzen auch mal ein bisschen vorankommt, damit wir ein paar Trage-Items bekommen, Leute. Fällt mir jetzt gerade erstmal so auf. Weil wir brauchen ja die Trage-Items. Falls ihr euch übrigens fragt, warum ich gerade einfach nur Autokampf mache. Naja, die Explanation dafür ist ganz easy. Weil ich Bock habe. Naja, aber wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall mal gucken, dass wir gleich vielleicht in den Elite-Instanzen noch durchpowern. Dass wir dann da ganz viel... Ja, doch, müsste man eigentlich mal machen. Ein paar Trage-Items auf jeden Fall absahen. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall gleich das erste Mal unsere Energie pushen. Mit unseren Burgern. Dem Burger-Dance. Alter, das ist schon fast One-Hit. Unnormal. Peng. Deswegen, wenn jetzt irgendwas mit Feuer angreift, ist Lugil. Genau, Lucario eh down. Ja. Der Schwesen, Leute. Aber trotzdem dürfte ich 4 Sterne schaffen. Der Autokampf macht es echt manchmal komplizierter, als es ist, ne? Muss man ja nun mal so sagen, wie es ist. 2 noch, Leute, 2 noch. Machen wir auch noch locker easy. Dann wieder ein bisschen leveln, ein bisschen pushen. Nochmal Arena. Arena! Arena! So, Hälfte des Lebens von Lucario ist wieder weg. Denke ich. Weil Anzeige-Bug. Ja. Peng, peng. Peng, peng. Peng, peng. 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 Bang. So, ich hoffe, Lucario darf als erstes angreifen. Darf es. Aua. Ey, das ist so ekelhaft. Was hat er? Donnerseele 3, okay. Das ist mir egal. Solange hier keiner ein krankes Legendary erhält, ist mir alles egal, Leute. Niemand darf Legendaries erhalten. Oh, warte mal, wenn die so viel gecashed haben. Ich weiß gar nicht, ob ich dann im Casher-Rang noch Erster bin. Muss ich eigentlich gleich mal gucken, ne? Eigentlich muss ich das ja gleich mal gucken. Ansonsten müssen wir noch mal was machen, was lustig ist. Was für mich lustig ist. So, Instanz geschafft. Wir kriegen Rehorn. Rehorn! So, dann nochmal die Diamanten. Da heute 500 Energie verbraucht. So, Rangliste. Zweiter bin ich da nämlich nur noch. Weil Kyoki, der Sack, mega viel aufgeladen hat. Okay, also müssen wir doch die Dings-Diamanten kaufen. Die, hier, ne? Na, sag mal schnell. Hallo, falsch. Da. VIP-Laden. Ursprungsdiamant. Kaufen wir direkt mit. Kiyoki, du Sackratte. Du willst wohl der Erste mit dem Giratina sein. Sollst du sein, mein Freund. Sollst du sein, gönne ich dir. So. Hier haben wir ein paar Friendship-Items, die wir geben können. Surfbread. Kokosnussschale. 16 Punkte, die wir geben können. Nehmen wir Glutexo erstmal ein bisschen mit. Ach, guck mal, Artinat hat zum Beispiel da schon die Elite-Instanz durchgeballert. Wie gesagt, Leute, wir sollten auch mal vielleicht in die Elite-Instanzen gehen. Das könnte sinnvoll sein.
Es herrscht halt jetzt gerade absolut der Kampf um Platz 1, den ich aktuell, weil ich mich als Erster eingeloggt habe, noch gewinne. Aber auch nur aktuell. Mal gucken, vielleicht werden wir ja heute Nacht noch runtergeboxt. Aber ich hoffe nicht, dass das so ist. Wir müssen mal gucken, wo wir Belohnungen und so weiter herbekommen. Duell. So, wir hatten ja gerade mal überlegt, ob es sich vielleicht lohnt, die Dingsens zu kaufen, die Versuche, damit man dann eventuell schon mal ein paar Ränge höher ist. Zumal man ja auch recht schnell auf diese Top-Ränge kommt. Also mal davon ab. Rang 33. 33 Diamanten, sorry. 3600. Wir haben noch einen Versuch. Wie gesagt, gucken wir gleich mal, in welche Richtung es dann geht. Wir sind jetzt Level 22. Level 22. Haben davon auch wieder noch eine Menge. So. Elite-Instanz. Ja, wie gesagt, müssen wir gleich mal eigentlich rein. Damit sich das dann auch lohnt. So, Level 23. Kristalle ansammeln. Ja, machen wir später offscreen. Das halte ich jetzt nicht für so wichtig. Weil das Geld haben wir aktuell noch. Mit Feuer-Arena-Leiter kämpfen. Machen wir auch. Ist kein Thema. Hallo, will ich nicht. Auch wenn das auch nur, das sind auch nur 26, das ist auch ganz entspannt eigentlich. Aber wie gesagt, da können wir auch gleich mal reingehen. Ich glaube, ich denke gerade schon wieder viel zu viel für mich selber. Müsste es eigentlich aussprechen. Wenn man mal ehrlich ist. So, komm, machen wir mal schnell. Putz. Feuerarena, Leute. Get out of my way, buddy. Puh. Die Musik passt einfach gerade so unnormal gut. Draschel fangen. Ich würde auch gerne einen Draschel fangen. Dann hätten wir einen guter Lander. Weltboss. Oh, guck mal, 25 haben wir fast. Haben wir fast. 24. Und dann können wir auch noch, wenn wir dann die serverübergreifenden Instanzen gemacht haben, können wir auch das erste Mal noch rollen. Auf die Dingsens, auf die Trainingsfahrt. Die Trainingsfahrt, man kennt sie. So, da kriegen wir aber jetzt mal unser nächstes Freundschaftsitem. Leute, es ist spannend. Es ist spannend bis zum Ende. Was ich mich gerade mal frage, vielleicht macht es ja sogar Sinn, die Items für Lugia mal wegzufegen. Dass man mal sagen kann, von wegen, ne, hier Freundschaft 20 schon mal. Bye-bye Lucario. Was a great time with you, buddy. So, ja gut, die ist schon Level 29, ne? 37.000 Power. Wir sind halt cranky manky, deswegen ist es für uns kein Problem. Weltboss ab Level 25 annehmbar. Nur weil wir die Quest schon haben. So, Schreivulkan. Ne, haben wir doch gerade erst. Achso, ist ein anderer. Ja, ist das Donnergebirge und nicht Schreivulkan. Hashtag Anzeigefehler. So, dann rennen wir hier erstmal ganz schnell durch. Dürfte mit Lugia und Lucario. Und Lugario, genau. Oh, das, die kommen jetzt Lugario oder Lugia. Oder Lucaria. Lucaria ist auch geil. Peng. Bang. Oh, gibt auch noch ordentlich nice EP, tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Draußen weht ein schöner Wind. Der Wind und der himmlische Kind. Bum.
Bumm. Bumm, bumm. Du, du. Die Frage ist, werde ich der Erste auf Level 25? I believe I will be. I will be. I will be the first in this first place. Weiter. Oh, jetzt müssen wir gucken. Ah ne, wird nicht knapp, weil wir haben ja noch eine Wave. Ich dachte gerade schon, es könnte knapp werden. Mit 4 Sternen. Aber selbst wenn, hätten wir jetzt 4 Sterne wegen Lucarios Ulti. Leute, um 17 Uhr ist Fußball. Ich freue mich drauf wie ein Kind. Ich hoffe übrigens, die heutige Folge ist auch gut angekommen. Heutige Folge, vor euch schon ewig lange Tage her. Ha! Weil ich bin immer noch in der ersten Aufnahmesession. Ha! Eigentlich ist das total dämlich. Weil ich weiß jetzt schon, dass an dem Tag, wo die Folge hier rauskommt, das 100-fache an Power habe ich da schon. Vielleicht sollte ich mal mehr Folgen an einem Tag bringen. Oh, World Boss. Oh, Rollen erreicht Level 25. Bin ich Erster? Erster! Wachstumsfond. So, Kinnas, können wir mal schnell wieder, ne, hier, auf aktuellen Stand bringen, vor allem Level kann man mal auf, achso, ist schon, never mind, den. So, passt auf, hier fegen wir durch, hier brauchen wir keine Energie kaufen, Alter, wer sind wir denn, verwenden wir mal alle Brote. Alle Brote. So, hier auch wegfegen. Da schmelzen. Und dann kriegt Glutexo schon mal das hier. Und kriegt da auch nochmal einen Powerpunkt rein. So, bei 46.000 Power bin ich Erster. Ich bin sowas von Erster. 12.000 Punkte Abstand. Ach, guck mal, das haben wir auch freigeschaltet. Nicer, dicer, crazy, swazy, paisy. Können wir das hier machen? Hä? Ja, komme! Leute, die Post ist da. Eine Sekunde. Leute, wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Ich habe nur 60.000 Schaden gehabt. Bin ich scheiße, Alter. So. Perfekt. Puh, ich hasse, wenn die Post kommt. So. Erfolg. So, holen wir uns da die Diamanten ab. Dann sind wir bei 1200 Diamanten.
Ich glaube, da... da kommen wir gar nicht durch so schnell. Was können wir denn nochmal gerade... Also wie gesagt, es war ja die Überlegung da. Auch wenn ich einfach kurz sagen... Level 26, haha. Level 17. 5 nur. 17, ups. Okay, so. 20 ist da. Dann holen wir uns da noch ein paar Glücken raus. Und noch ein paar Fegekarten. Und dann sind wir damit schon mal Freundschaft 20. Das ist schon mal ganz nice, auf jeden Fall. Weil dann können wir Gedanken gut schon mal pushen. Wie sieht das eigentlich bei Glutex so aus? Level 30, Freundschaft 20, Feuerentwicklungskarten. Eine, zwei, top, haben wir. Legendäre Entwicklungskarten. Können auch keine aus dem Kampfpunkteladen holen. Müssen wir das hier machen. Müssen wir mal gucken. Freundschaft 20 ist auf jeden Fall, I guess, machbar. Birnenpudding können wir auch noch nicht wegfegen. Aber dann haben wir das nämlich schon mal wenigstens. Ab dem Freundschaftslevel 20. Weil das ist halt schon mal ganz geil dafür, ne, später und so. Dann würde ich sagen, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, womit ich weitermachen will. Es gibt so vieles, was wir machen können. Eagle 3, Elementarenergie 3. Gut, guck mal, schon mal zwei Dreier-Fähigkeiten. Was uns natürlich im Endeffekt nicht wirklich viel bringt. Weil wir brauchen erstmal Einser-Fähigkeiten. Erkläre ich euch. Ah ne, habe ich euch schon erklärt. Ach genau, wir wollten uns mal in Richtung, falsch, Gilde umsehen. Ja, da ist nämlich eine schon drin. Gildenleiter ist Frost. Hallo Mr. Frost. So, schreiben wir in den Gilden-Chat. Gilde! Ja! Moin! So. Würde ich sagen, machen wir Posteingang. Sturmwelt. Sturmwettstreitbelohnung. Sturmwettstreit? Ich habe keinen Sturmwettstreit mitgemacht. I guess. Egal. So, Freunde, wir machen hier auf jeden Fall weiter in der Elite, in der normalen Instanz. Aber ich würde sagen, ich gucke das jetzt mal ein bisschen offscreen. Render, glaube ich, schon mal nebenbei und schneide schon mal nebenbei die erste Folge. Und wir sehen uns dann. Ich bin am Überlegen, ob das Sinn macht. Ja, ich glaube, es macht erstmal Sinn, dass das alles weitere erstmal ein bisschen offscreen zu machen. Tatsächlich, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen unschlüssig. Ich glaube, ich mache das erstmal offscreen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich gucke, wie ich es mache. Entweder sehen wir uns jetzt gleich weiter in dieser Instanz oder wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin auf jeden Fall für diese erstmal raus. Macht's gut. Peace out und ciao.